damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15. Aber diesmal nicht Ultimate Team, da ich habe mir mal gedacht, wir können ja mal eine Karriere starten. Und außerdem hat es auch den einfachen Grund, dass die EA-Server gerade down sind, wie man sieht. Wenn man noch zum erneuten Verbinden drückt, da passiert nichts, denn die machen gerade, was ist eine Wartung oder was anderes. Ich habe keine Ahnung, was da im Moment los ist, aber wir werden einfach mal eine Karriere starten. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich es weitermachen soll oder lassen soll. Ein Ultimate Team gefällt mir eigentlich besser. Ja, wir werden Leverkusen nehmen. Leverkusen gefällt mir doch gut. Ja, Profi nehmen wir. Ich würde sagen, 5 Minuten reicht. Wobei, 6 Minuten. Ja, komm, 6 Minuten. Stadion, Waldstadion. Okay, das nehmen wir mal. Währung Euro. Strenge bei Finanzen, milde. Okay. Genutzte Teams, Standards. Europäischer Wettbewerb in erster Saison. Das werden wir annehmen. Oh, haben wir schon, okay. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Mannschaften wurde auf Standard zurückgesetzt. Ja, komm, ist kacke. Vorname? Denn da nehmen wir Thomas. Thomas. Nachname. Nehmen wir einfach mal Play Gannon. Huhu. Ach ja, ich sollte den Elias ja grüßen. Hallo Elias, ich sollte ihn einfach nur erwähnen. Also, ja, das wurde jetzt gemacht. Player Gaddon. Nein. Thomas Player Gaddon. So hört sich doch ein wahrer Trainer an, der auch den Triple holen wird. England, nee, wir nehmen Deutschland natürlich. Deutschland. Kleidungsstil, Hemd und Slip. Ja, Slips natürlich, Schlips. Jogginganzug, Anzug. Wir nehmen Handzug. Farbe der Kleidung, Marine, Blau, Grau, Grau ist geil. Hautfarben, Mittel, will man mal sagen. Körperbau, regulär. So, weiter würde ich mal sagen. Okay. Player Gaddon bereit, Bayern 04 im Sturm zu nehmen. Auf jeden Fall. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass Player Gaddon neuer Trainer bei Bayern 04 wird. Man weiß nicht, welche anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Der Vorstandsvorsitzende sagt nur: Ein zielstrebiger Typ, der uns sicher den Erfolg bescheren wird, den wir uns wünschen. Wir haben natürlich auch mit anderen Bewerbern gesprochen, aber letztendlich sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass Player Gaddon am besten zu uns passt. Ja, ist so geil. Bayern Xabi Alonso geholt, ja. Er hofft sich, dass dieser Coup der ganzen Mannschaft zugutekommt. Eigentlich schon, ne? In der Bundesliga geht's eigentlich relativ ab mit dem, ne? Nur bei Ultimate Team ist er nicht so beliebt, da sein Pace schon recht niedrig ist. Sollen diese gespeicherten Daten gespeichert werden? Ja. Wäre nett, ne? Ja, komm, speichern wir so. Also ich habe so ausgerechnet, in 4 Monaten circa habe ich eine PS4 und da werden die Aufnahmen viel geiler, da wir ja mit HDMI aufnehmen können und hier nicht. Dafür brauche ich einen HDMI-Splitter, aber na, ich weiß nicht so recht. Lohn tut er sich nicht so, finde ich. Das spare ich lieber für eine PS4, auch wenn die PS4 das 10-fache kostet. Büro. Ah, ist das wie bei FIFA 14 aufgebaut? Ja, ich lese mir die Nachrichten nie durch. Einfach nur spielen und gucken, was hier so geht. Zentrale, ne? Ja, weiter. Ach, wir können uns einen kaufen. Wie können wir uns denn kaufen? Das ist hier eine Frage, ne? Wen habe ich denn bei Ultimate Team so? Rechter Flügel, Shaqiri eventuell. Ja, wir haben ja... Dann müssen wir die Aufstellung aber komplett ändern. Ja, egal. Das ziehen wir durch, das ziehen wir durch. Wird eine längere Folge, aber das muss auch mal sein, ne? Mannschaft. Son, Chalanulo, Bellarabi, Castro, Bender. Okay. Kann man hier auch irgendwie die Aufstellung ändern? Okay, ich setze das mal Brandt rein und Kiesling raus. Kiesling ist mir etwas zu langsam. Sorry, Kies. Bist trotzdem der Beste. Und Brandt wird einfach Bender ersetzen, da Bender mir nicht so gut gefällt wie Brandt. Muss man ehrlich zugeben. Kruse ist eigentlich auch relativ nice. Ja, komm, wir werden einfach so spielen und fertig. In den nächsten Folgen, wenn euch das wirklich gefallen sollte, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben zum Support da. Manchester City hofft, Götze bald zu verpflichten. Ja, dann viel Spaß.
Ach, ist die Musik nicht wunderschön. Okay, ich habe diesmal auf Aufnahme geklickt und die Audioaufnahme läuft doch auch. Das ist doch prima. Da weiß ich auch, dass die Aufnahme nicht abkacken wird. Manchester City verhandelt mit Juventus über Vidal-Wechsel, okay. Alter, wann ist das erste Spiel? Das habe ich damals immer an der Karriere gehasst. Aber ich habe damals nur Karriere gespielt. Ich finde es schade, dass wir jetzt nicht Ultimate Team spielen können, aber... Naja, kann man nichts machen, wenn die EA-Server irgendwie nicht funzen. Okay, da ist es ein Freundschaftsspiel. Am 30. Mittwoch ist ein Freundschaftsspiel. Dortmund verpflichtet Edin Dzeko, okay. Wir werden es einfach mal spielen. Wir werden natürlich gewinnen, weil wir geil sind und ja. Das Bellarabi. Bellarabi sieht da so blöd animiert aus. Das muss man ehrlich sagen. Der sieht aus wie so ein mexikanischer Typ mit Schnauze. Bellarabi hat sich ja inzwischen rasiert. Und am Wochenende hat Leverkusen ja 3-0 gegen Paderborn gewonnen. 3-0 war ein bisschen... Ja. Also Leverkusen hat sich schwer getan. Das muss man schon zugeben. Ach, schade. Also wir hätten eigentlich, also am Anfang, wir haben zu sehr auf die Defensive gespielt, aber bevor wir wieder 5 reinbekommen, lieber auf Defensive und Erfolgsfußball spielen, statt spektakuläres Fußball. Hey, wir haben es geschafft. War nicht schwer, aber muss auch sein, ne? Drimmic, mal gucken, wie er so in dem Spiel abgeht. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel. Boah, wie lange habe ich keine Karriere mehr gespielt? Boah, das ist schon ewig her. So, Bellarabi. Bellarabi hatte ich auch in meinem Anfangs-Ultimate-Team-Team. Ultimate-Team-Team. Okay, hat er geklärt. Son kommt. Ah, ich hätte vielleicht Cruz in die Auswechselbank tun sollen, aber jetzt ist er in der Reservebank und wir können ihn nicht einwechseln. Schade, aber ich sollte weniger aber sagen. Aber die Band. Hühühü. Bester Witz. Heute hat ja mein Praktikum gestartet in der Sparkasse, muss ich schon sagen, hat Spaß gemacht, aber in den nächsten Tagen würden wir natürlich mehr machen, schätze ich mal, auf jeden Fall. Heute war ich erstmal beim Service, habe ein bisschen reingeschaut, hier wie das so abläuft und in den nächsten Tagen kann ich vielleicht schon leichte Überweisungen machen, darauf freue ich mich wirklich mega. Ist auf jeden Fall besser als Schule, finde ich. Also an diesem einen Tag in der Sparkasse habe ich mehr gelernt als in der Schule in 3 Wochen, wirklich. Momentan lernen wir wirklich nichts. Auch die Lehrer, die sind irgendwie nur... Ich weiß nicht. Ich will die nicht kritisieren. Die haben keinen leichten Job, aber. Ja. Okay, aus der Chance wurde leider nichts. Tin Jedwa ist eigentlich immer noch in Leverkusen verletzt, ne? Der hat schon länger nicht gespielt. Im Übrigen, wie waren eigentlich die anderen Ergebnisse? Schalke hatte, glaube ich, gewonnen, oder? Nee, doch, oder? Weiß ich nicht. Ja, Schalke hatte gewonnen, 3-1, glaube ich. Wie viel Dortmund? Dortmund hatte, glaube ich, unentschieden gespielt. Boah, also Leverkusen ist wieder auf den 4. Platz gerückt. Das ist schon richtig heavy, das ist richtig heavy. Und wir kommen langsam wieder an Gladbach ran. Sind nur noch 2 Zähler bis dahin. Oh, oh. Oh, ja. Kaum nachvollziehbar, dass dieser Verein in der Bundesliga und im DFB-Pokal noch keinen Titel holen konnte. Ja, leider konnten wir da keinen Titel holen, aber na, irgendwann dieses Jahr. Ah ja, Pokalauslosung. Bayern gegen Leverkusen. Ja, das wird nicht leicht, aber eventuell, ich habe meinen Vater schon gefragt, ob wir uns Tickets kaufen könnten für das Spiel. Mein Vater ist im Übrigen Köln-Fan. Ja, das ist immer ein Spaß, wenn ein Derby zwischen Leverkusen und Köln da ist. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Alter, der Computer, ey. Der spielt wirklich total anders als jetzt reale Menschen. Das wäre geil, wenn wir gegen das Spiel Bayern gegen Leverkusen in Leverkusen, das wäre richtig geil. Castro. Ah, ey, komm, das war doch kein Abseits. Oder? Ja, doch, 3 Schritte circa im Abseits. Also das Offline-Spiel macht eigentlich gar keinen Spaß, aber man muss sich auch was anderes überlegen, wenn die EA-Server down sind oder eine Wartung herrscht. Also da stand eigentlich nur, die EA-Server sind momentan nicht verfügbar. Das kann sein, dass wieder ein Hackangriff da war, glaube ich aber nicht. Der letzte war ja zu Weihnachten.
Und die hatten sich ja so entschuldigt, dass zum Beispiel in GTA das Weihnachten länger gedauert hat. Ja, leider besitze ich ja kein GTA mehr. Ich hatte mal GTA, aber in der Zeit hatte ich noch kein WLAN. Und da hat es natürlich nicht so viel Spaß gemacht, wenn man offline spielt. Ich finde, in GTA, wenn man nur offline spielt, kann man nur Scheiße bauen, wirklich. Ich finde, das ist einfach nur zu reizvoll. Man denkt, dass man da alles machen kann. Also ich habe eigentlich nur 20% gespielt und sonst so Scheiße gebaut. Dann habe ich noch ein paar Cheats gemacht und endlich Waffen. Ich glaube 5 Minuten immer Unbesiegbarkeit. Hat auf jeden Fall gebockt. Aber ich fand, dass es viel zu wenig Cheats gab. Inzwischen kann es ja mehr geben. Ob es so ist, weiß ich nicht. So, Bellarabi. Eventuell, wenn mein neuer PC irgendwann da ist, dann kann ich auch GTA für einen PC let's playen. Werde ich mir wahrscheinlich holen. So, Brand. Ja, schön durchgesetzt, wirklich. Man muss sagen, Profi, aber davon merkt man nicht viel. Aber ich mache auch nicht viel aus meinen Chancen. Einfach mal einen Fernschuss, ja. Wenn man es mal probieren will mit einem Fernschuss, wird einem der Ball abgenommen. Wird einem den Ball abgenommen, okay. Okay, Topper geklärt und jetzt... Oh, Mann! Mir ist schon aufgefallen, ich mache öfters mit L1 Dreieckspässe im Moment. Aber die sind auch relativ nice, muss man zugeben. Auch wenn die nicht immer ankommen, aber wenn die mal ankommen, dann ist das gefährlich. Und wenn man nicht in Abseits steht. Alter, wenn das ein Foul gewesen wäre, ich hätte mich beschwert. Das war eigentlich nur Körpereinsatz. Okay, Vorteil berechtigt. Schade. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Leno klärt das Tier. Ja, FIFA Ultimate Team. Irgendwann werde ich mir wahrscheinlich neu erholen. Vielleicht in FIFA 16. Irgendwann gönne ich mir ihn. Irgendwann. Auch wenn es so lange dauert und er zu teuer ist. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht ziehe ich ja irgendwann ein wie Messi und dann läuft das auf jeden Fall. Wahrscheinlich, wenn FIFA 16 rauskommt, werden wahrscheinlich alle Spieler wieder total teuer sein. Zumindest die nicht so guten, die dann ein Jahr später nur noch 1000 Coins kosten. Die dann aber am Anfang irgendwie 10.000 kosten. Das ist dann immer richtig übertrieben. Deswegen, eigentlich lohnt es sich mehr... Boah, Drimmelschutt hier. Eigentlich lohnt es sich mehr, FIFA 15, eigentlich die neuen FIFA-Spiele sich zu Weihnachten zu wünschen, da die Preise da schon relativ weit unten sind und man sich schneller ein Team aufbauen kann, als wenn man FIFA am Release-Datum kauft. Och, dafür gab's Gelb. Nice. Komm, wir werden auch noch höher gewinnen. Ich hätte vielleicht auf Weltklasse stellen sollen. Ich merke langsam, dass FIFA-Profi schon etwas zu leicht ist. Früher habe ich immer mit Halbprofi gespielt, also ich habe mich schon stark verbessert. Mit meinem Sweaten. Das ist Castro ist das. Ah, schade. Ein Versuch war es aber wert. Drümmisch sehr präsent in dem Spiel. Also in Leverkusen ist er noch nicht so richtig zur Geltung gekommen. Kießling hat ein Formtief, also die mit den Toren zumindest. Çalhanoğlu hat den Ball bekommen. Okay. Wir sind leider nicht vorbeigekommen. Spajic ist für das nächste Spiel leider gesperrt. Hatte jetzt die 5. gelbe Karte in dem letzten Spiel gegen Paderborn. Ach ja, 1-0. Mal gucken, was wir in der zweiten Halbzeit draus machen können. Das erste Freundschaftsspiel läuft schon mal gut, sodass die Leverkusener Fans einen guten Eindruck von PlayerGaddon haben. Spiel fortsetzen. Wir werden mal versuchen, hier durchzudribbeln. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Nee. Die haben alles zugestellt. Ah, schade. Der Pass war viel zu ungenau. Die Pässe bei uns nur 63%. Ah, hoch ist das nicht gerade, ne? Bakker. Richtiger Bakker. Hat Son ihn bekommen? Ne, leider nicht. Ich finde 76 für Son ist eigentlich etwas zu wenig. Ich finde 80 hätte er verdient, aber 76 finde ich wirklich zu wenig. Aber, ja, ist das Ecke? Nee.
Also 80 wäre schon meiner Meinung nach angebracht. Leno hatte ja auch in einem Update, also es gibt ja täglich die Kaders, die man da runterlädt, ne? Da hatte Leno einmal 86, also das war schon richtig heavy. Ich finde, die sollten auch bei FIFA Ultimate Team öfter solche Spiele-Upgrades rausbringen. Vielleicht auch viermal im Jahr, statt einmal im Halbjahr. Aber ich bin eigentlich noch relativ unerfahren in FIFA Ultimate Team. Das ist jetzt mein erstes richtiges Jahr gewesen. Und wer weiß, in den nächsten FIFA Ultimate Team Spiel werden wir auf jeden Fall richtig reinhauen. Mit den ganzen Tipps, die ich bis jetzt gelernt habe. Und wir versuchen auch dann mehr zu traden. Pass auf Bellarabi. Doch nicht. Nein, ja, ich hätte auf Bellarabi gepasst. Wer hat den Pass rausgegeben? Son, oder? Oder wer war das? Okay, mit jetzt bei Gretchen hat nicht viel gebracht. Oh oh. Okay, Toprak hat schön geklärt. Jetzt Shananulo wird ein bisschen durch dribbeln. Boah, schön Hackenpass. Ah, der Dreieckspass war viel zu ungenau. Die Dreieckspässe im Allgemeinen, die sind viel zu ungenau. Meistens in 95% der Fälle sind die zu lang. Also da könnte FIFA mal ein bisschen pushen oder ein Patch oder sowas rausbringen. Also FIFA 16, da lege ich große Hoffnung drauf. Mal gucken, ob die auch sich an die Vorschläge der Fans halten. Ah, Mann! Hat schon wieder nicht geklappt. Ah, der Doppelpass ist leider nicht angekommen. Nein! Bellarabi hatte den eigentlich, aber nein, er ist ein bisschen an die Seite gelaufen und jetzt... Alter, wenn wir das Spiel noch verlieren, das wäre Homo-Scheiße. Okay, nur Abstoß. Alter, die greifen wir noch nicht mal an. Im FIFA Ultimate Team hat man immer das Problem, wenn man nicht gegen die Computer spielt, dass die, wenn man Abstoß macht, immer die Verteidiger zustellen und hier hat man einen Platz ohne Ende. Ach fuck, er hat mich weggedrückt. Auch Bellarabi nur 75er Rating, wahrscheinlich im nächsten FIFA Spiel wird er ein höheres haben. Ich tippe mal 80. Also in Leverkusen hat er sich schon schön entwickelt, also beziehungsweise in Braunschweig. Leverkusen hatte ihn ja in Braunschweig ausgeliehen. Und dann, als er zurück nach Leverkusen wollte, hier, die wollten ihn ja verkaufen, aber Roger Schmidt hat ja gesagt, dass er ihn behalten will. Ja, war auch gut so. Alter! Junge, Junge, Junge. Aber das war eine gute Entscheidung, dass er ihn behalten hat. Man sieht ja, was aus ihm jetzt geworden ist. Och, Elfmeter! Fängt schon mal gut an. Fängt wirklich gut an. Weißt du, die knocken erstmal bei mir einen Strafraum aus und dann wollen die noch einen Elfmeter haben. Ey, nee. Ich spring nach rechts. Boah, so sieht Leno aus, Alter. So ein Tier. Kommt er an? Nein, leider nicht. Schade. Aber wir führen immer noch 1-0, also... Als der Elfmeterpfiff kam, dachte ich mir so, mein Stündchen hat geschlagen. Aber war ja nicht so. Ja, komm schon wieder. Oh oh. Oh oh. Jetzt muss ich aufpassen. Ein 2-0 hinterher, das wäre schon echt nice. Da man eine bessere Ausgangsposition hätte. Langsamer Spielaufbau. Wir werden uns Lücken suchen, wie im Handball, wie im Handball. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt. Ah, ich wollte einen Dreieckspass machen zu Bellarabi, er ist durchgelaufen. Aber war mal ein Fernschuss, aber leider wurde der Fernschuss ja wieder abgeblockt. Immer wenn man Fernschüsse macht, werden alle abgeblockt. Wirklich. Es ist ganz selten, dass ein Fernschuss mal aufs Tor kommt. Naja, eigentlich nicht, aber ganz gefährlich. Wenn man in einer Position ist, wo man ganz gefährlich draufschießen kann, wird der Ball meistens abgeblockt. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Oh ja, da geht noch was. Und hoffen wir, dass er nichts rausmacht. Ein
Entschuldigung. Alter, Alter. Ja, jetzt stellt einer schon Verteidiger zu. Respekt. Junge. Alter, wenn das kein Vorteil gewesen wäre, ey. Da hätte ich mich beschwert. Son, das Tier wird sich jetzt durchdribbeln. Ja, das war viel zu sehr auf den Torhüter gerichtet, Drimmitsch. Aber war ein schöner Pass von Son, aber leider war der Ball aus der Drehung. Das sind immer die schwersten Bälle. Und wenn so einer reingeht, da kann man sich schon wie ein Boss fühlen. Fuck. Wendell hat ins Leere gegrätscht. Oh oh. 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 Oh, wow, 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 wow. Okay, geklärt. Können wir jetzt einen Konter daraus machen? Nein, die Viererkette steht noch. Oh. Als wenn jedes Mal, das kann nicht sein, dass Drimmitsch jedes Mal im Abseits ist. Ah, Mann, 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 ich muss früher abpassen. Abseits, Drimmitsch schon dreimal. Ich habe richtig Bock auf FIFA. Bei Interesse könnte ich ja mal wieder FIFA streamen. Aber leider haben nicht so viele zugeschaut. Irgendwie, ich finde, wir sollten irgendwie mehr FIFA-Fans auf dem Kanal haben. Aber leider ist es auch nicht so leicht, die zu finden. Und Schuss. Und wieder abgeblockt. Ist ja nichts Neues mehr. Aber eine Ecke. Vielleicht können wir was aus der Ecke machen. Ist das die erste Ecke im Spiel? Oh Mann, ich will nochmal draufschießen. Ah, schade, egal. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es kein FIFA Ultimate Team war. Aber hier, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.